Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Zu einer neuen Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 mit einem neuen Ladewagen. Hier dem schönen Strautmann Terra Wiese, mit dem wir jetzt mal anfangen hier unseren Strohschwatt einzusammeln. An einigen Stellen werden wir gleich zu kämpfen haben, gerade wenn wir sehen diese Riesenberge hier, und das ist ja noch vergleichbar gering. Vielleicht sollten wir eher mit einer Schaufel noch fahren, die das ein bisschen besser verteilt. Guck, jetzt haben wir uns nämlich tatsächlich hier schon festgefahren. Wie sollen wir denn diese riesen Haufen einsammeln? Die noch wieder zu verteilen ist ja auch aktiv. Guck mal, so Stück für Stück einsammeln ist natürlich auch super nervig. Aber jetzt mit dem Silageschild über das Feld zu fahren, ist ja auch noch nerviger. Also wir wissen schon mal, dass wir bei Haufen arg zu kämpfen haben werden. Zum Glück sind die Haufen auf dieser Map hier nicht so gravierend im Vergleich zu unserem Gästefeld. Da werden wir noch einen Spaß haben und da brauchen wir auf jeden Fall irgendwie so ein Silageschild oder irgendwas vorne weg. Oder der muss hier eine, weiß ich nicht, ein Frontschaufel-Dingsbums dran haben. Aber mal gucken, eine so eine ordentlich vorbereitete Schwadreihe hier bringt schon ein bisschen was. Stroh kann man einlagern, Stroh können wir ja irgendwo zu Haufen einfach lagern. Wir können es versuchen zu verkaufen und das werden wir als erstes tun. Denn wir haben noch keine Tiere, die hier eben mit Strohfarm besorgt werden wollen. Also warum nicht direkt verkaufen das gute Stroh hier und hoffentlich ein bisschen Geld machen. Ja, wenn wir den kleineren gekauft hätten, hätten wir jetzt schon ausleeren fahren müssen. Und so kriegen wir nochmal deutlich mehr rein. FRG hat einen vollen Korntank. Okay. Ist schon wieder soweit. Und zumindest noch eine Ladung Stroh hier fertig fahren. Okay, auch voll, danke. Die erste, dann kriegen wir locker zwei Ladungen Stroh aus dem kleinen Feld hier raus. Und dann möchte ich nicht wissen, wie viel wir aus dem großen Gerstefeld rauskriegen. 4, 5 Ladungen bestimmt. Dann müssen wir mal gucken. Einlagern kann man es hier vorne eigentlich. In diesem Gebläsehäuschen hier soll man einfach hier vorne abkippen können und dann hat man sozusagen Stroh auf Lager, was man auf der anderen Seite wieder abholen kann. Ja, guck mal, ganz bisschen mal reingekippt, nur damit wir jetzt hier auf der Übersichtskarte sehen können. Stroh, ups, was ist denn noch Stroh? Das hier, Heu, da, Heuhofsilo 888 haben wir jetzt. Beim Heizkraftwerk Stroh, Strohgrasverkauf auf 105. Also der Strohgrasverkauf ist hier vorne am Hof, bringt ein bisschen mehr als im Heizkraftwerk aktuell. Also kann man auch besser hier am Hof Stroh verkaufen. In diese Halle einfach rückwärts rein. Hoffentlich geht das überhaupt, die Halle ist viel zu tief. Hat sich das denn überlegt? Die Halle ist so ein bisschen unglücklich tief. Heißt, in der heutigen Folge werden wir noch keinen Stroh verkaufen. Das machen wir erst in der nächsten Aufnahme. Folge, viel ätzend. Aber gut, dass wir das noch getestet haben. Hätten wir einen Kleinwagen gekauft, wären wir es vielleicht gar nicht drüber gestolpert, dass wir mit dem hier nicht verkaufen können. Dafür müssten wir zum Heizkraftwerk fahren. Ich meine, um zu wissen, ob es funktioniert, wäre es natürlich nochmal ganz interessant, zum Heizkraftwerk zu fahren. Und die nächste Ladung Stroh dann erst hier am Hof zu verkaufen. Ne, so, ich bin ja immer noch so ein bisschen am Testen hier. Daher seht es mir nach. In der nächsten Folge wird der Fehler berichtigt sein. Und dann können wir da auch ganz entspannt unseren Stroh verkaufen. Jetzt fahren wir erstmal zum Strohheizkraftwerk. Ja, zum Heizkraftwerk und gucken, ob wir da Stroh loswerden können. Auch wenn wir da ein bisschen weniger aktuell kriegen.
Ja, der New Holland wird gleich blockiert. Dann haben wir noch Raps zu verkaufen. Ja, hier gibt es noch eine Menge Bauland, also man kann sich hier selbst platzierende Objekte hinsetzen. Und irgendwann kommen hier vielleicht auch wieder in die nächsten Versionen neue Sachen mit rein. Hier die Biogasanlage wollen wir auch noch benutzen. Zoomen wir mal wieder ein bisschen ran. Hier hinten haben wir auch noch Bauland, Baufläche, um irgendwie Gebäude zu platzieren. Wir werden auch mit Sicherheit wieder viele platzierbare Mods rauskommen, LS 17 daher auch immer passt, wenn man irgendwo so ein bisschen freie Fläche hat, wo man später noch was hinsetzen kann. So, hier eigentlich unser Heizkraftwerk. Hackstätze kann man hier reinhämmern und Stroh kann man hier reinhämmern. Und hier hat man nicht das Problem einer zu tiefen Halle. Also müssen wir mal gucken, was kriegen wir denn für so eine Ladung. Weil reich wird man mit Stroh auf jeden Fall nicht. Das wäre sonst auch schlecht. Aber wir sehen, wir können unsere Einnahmen des Feldes dadurch deutlich steigern. Guck mal, 50.000er Ladung bringt dann auch immerhin 4.600 für eine Ladung Stroh. Und am Hof hätten wir sogar noch ein bisschen mehr gekriegt. Wir müssen jetzt aber erstmal, es kostet uns die ganze Zeit Geld. Es macht keinen Sinn, wenn wir das noch weiter aufschieben, wenn wir nicht mal unsere Fahrzeuge hier wieder regulieren. Und die Anhänger, die sind meist voll. Dann müssen wir das auch wieder, müssen wir wieder Raps verkaufen fahren. Bevor wir jetzt die nächste Strohladung machen, bringen wir vielleicht noch eine Ladung Raps weg. Und das ist vielleicht auch gleich schon geerntet. Traurig. Ich hätte doch gerne ein bisschen mehr eingenommen. Oh, der gute Alte. Das war nicht viel. Also ja, kriegen hier nicht alles rein. So, wir wissen, wir brauchen eine größere Strohverkaufshalle oder die muss höher gesetzt werden. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich meine natürlich gleich wieder zwischen den Aufnahmen, in der heutigen Aufnahmesession. Denn auch mir ist natürlich daran gelegen, eine Map zu veröffentlichen, die nicht ganz so viele Fehler enthält, so wie das. Wäre natürlich ärgerlich gewesen, dafür gleich wieder eine neue Version fertig machen zu müssen. So, Helfer. Mal gucken, was haben wir hier denn noch? Diese Strecke, die fährt dann der Gelbe gleich nochmal ab. Und der setzt dann vielleicht drüben nochmal drüben zu diesem kleinen Ministück hin. Dann haben wir es. Dann müssen wir sehen, dass wir die Flüge zum Laufen bekommen, ne? Ich habe schon überlegt, ob wir das erstmal einlagern hier und auf eine große Nachfrage oder so hoffen. Oder das sowieso praktischer ist, alles einzulagern, weil wir das dann mit dem Großen verkaufen könnten. Nur einmal zwischenfahren müssen, weil da viel mehr reinpasst. Voll. Ja, es ist ein Flackern immer in diesen komischen Bodentexturen. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das kommt an der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie toll es rüberkommt.
Bin mal gespannt. So, also, ne, wie gesagt, geschickter, wir versuchen das jetzt im Lager einzulagern am Hof. Das haben wir bisher ja noch nicht getestet. Dann können wir später mit dem großen Anhänger das Ganze noch viel gescheiter verkaufen. Als wenn wir jetzt nochmal zweimal zwischenfahren müssen. 2700 Lohnzahlung aktuell. Für wen denn? Hier ist die Textur auch noch nicht optimal. Und der scheint ein bisschen weit hinten zu sein, der Punkt. Ja, geht beides. So, haben wir ein bisschen Raps auf Lager. Cool wäre es, wenn sich jetzt durch Zufall eine große Nachfrage irgendwo geben würde. Gleich wieder zurück aufs Feld. Die letzten paar Meters hier. Oh. Also ein bisschen Arbeit aktuell hier, ne? Nützt ja nix. Was ist denn da mit dir? Warum flackert das so? Was soll das? Ich hoffe, da kommt bald ein Update raus, dass das alles irgendwie ein bisschen behebt. Mal hier meinetwegen so hin und zurück. Wäre ja auch ganz. Ja. Auch hier will er nicht, wegen der Brücke oder was? Was haben die denn immer gegen die Brücke? Aber ich wollte ganz gerne so fahren, damit er wieder zurückkommt. Und mit dem können wir noch hier den Rest aufräumen. Ist unsere Rapsernte auch abgeschlossen. Ein bisschen Geld haben wir noch. Für Mähwerke brauchen wir dann vorne und hinten auf jeden Fall eins. Damit wir dann bald nochmal in die Grasernte übergehen. Hier ist ein kleiner Fehler drin, den es dann später... Den habe ich schon berichtigt sozusagen. Hier ist er natürlich noch nicht, weil ich habe nicht die Früchte zurückgesetzt. Wenn wir die Fruchtsorten zurücksetzen, sind unsere drei Felder wieder komplett neu besät und wir können wieder anfangen, Raps, Gerste und Weizen zu dreschen. Werden wir später, früher oder später machen müssen. Ich muss die Karte nämlich dann auf jeden Fall wieder zurücksetzen. Und ja, reich werden wir damit eh nicht. Mit 60, 70, knapp 80.000 Liter Raps kriegen wir aus diesem Feld hier raus. Wir möchten ja gerne mal weitere größere Mähdrescher haben, dass der kleine hier irgendwie verkauft wird. Kriegen wir fast eh kein Geld mehr für. Aber sparen wir ein bisschen Unterhalt und dann kaufen wir uns größeren. Vielleicht müssen wir nochmal mit der Bank verhandeln, dass wir hier im Single Let's Play auch einen höheren Kreditrahmen bekommen, dass wir eben weitere Felder kaufen können. Oder wir machen dann auch ein, zwei Missionen, ich weiß es nicht. Später, wenn es Crossplay oder irgendwas gibt, was uns da hilft, die Mission zu erledigen. Alles selber machen, ist immer schon ganz schön aktiv. So, Rapsernte geschafft. Müssen wir nur noch aufräumen. Ganz geschafft noch nicht. Der kommt zurück praktisch. Wenn er dann zurück ist. Haben wir den hier schon ausgeleert und zurück im Stall. Da müssen wir echt sehen, dass wir hier Helferflüge hinbekommen. Und dann gucken wir nochmal, ob wir den Ertrag noch ein bisschen gesteigert bekommen. Ich weiß aktuell gar nicht, ich muss mal gucken, wie es eingestellt ist.
möchte eigentlich nur einmal, ne? Düngerstufen, ja, hat man noch. Eigentlich, ich möchte nur eine Düngerstufe haben. Das reicht mir. Einmal die Flugstufe und eine Düngerungsstufe. Aber dreimal düngen alles immer, das muss nicht sein. Das kostet auch echt nachher mehr, als es irgendwie bringt. So, aber in die Drescherhalle, die kennen wir ja schon. Die Tradition behalten wir bei. Aus, wie aus LS15 ist das hier vorne links unsere Halle für die Drescher. Das ist eigentlich egal, wo wir das hinstellen. Wir stellen die eh erstmal nebeneinander. Oh, schmeiß weg. Das schrottige Schneidwerk. Okay, da kommt der jetzt. Kann man es schon mal passend hinstellen oder nebenfahren. Und dann kriegen wir hier immerhin nochmal die letzten Meter der Rapsernte. Schon ist das wieder vorbei. Unsere drei Felder. Aber mit dem großen Drescher, ne, kann man auch ganz gut voran. Den kleinen zur Unterstützung oder teilweise zur Bremse. Ich weiß nicht, wie man es sehen will. Je nachdem. Ja. Und dann haben wir es für heute geschafft. Aufräumen, Raps einlagern. Machen wir in der nächsten Folge. Verkaufen vielleicht. Na, noch nicht in der nächsten Folge. Und dann werden wir weiter Stroh einfahren. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr unterstützt mich, indem ihr ein Like da lässt und vielleicht einen Kommentar, wenn ihr Bock habt und beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.